Hallo, mein Name ist Christian Walter von Tradevole. Heute würde ich Ihnen gerne einmal eine einfache Strategie im Optionshandel präsentieren, die, glaube ich, für alle Aktienhändler zu Beginn ja, sinnvoll sind, mit zu berücksichtigen. Und dazu gehen wir mal kurz auf den Bildschirm. Wir haben hier die Aktie von Mattel. Das heißt, jeder, der jetzt generell Aktien handelt, kauft ja Positionen in der Regel jetzt längerfristig geartet. Das werden wir hier einfach mal durchführen. Wir kaufen einmal 100 Mattel-Aktien zum aktuellen Limitkurs. Sie sehen hier 11,75, 11,76, da bewegt sich gerade eben der Kurs. Gehen wir direkt hier mit einer Limit-Order in den Markt. So, dann sollten wir gleich auch die Ausführung bekommen. Und dann geht man im nächsten Schritt her und schaut sich an, was kriegt man denn für Optionsprämien auf so eine Aktie, wie das jetzt bei Mattel der Fall ist. Dazu hat man verschiedene Möglichkeiten. Man kann hier in der TWS über neues Fenster in den Option Trader reingehen oder die Option Chain laden. Wir gehen jetzt mal direkt in den Option Trader, in das Tool des Option Traders rein. Hier haben wir jetzt alle Preise für Mattel. So, einen kleinen Moment, wir gehen mal in den Oktober. Und dann ist es immer wichtig, wenn Sie jetzt eine Aktie haben, vielleicht springen wir noch mal ganz kurz einen Schritt zurück. Wir gehen noch mal auf die Aktie. Wir haben sie ja bei 11,70 circa gekauft und ich muss natürlich auf den Tagesschart gehen. Dann sollten wir gleich sehen, wir brauchen natürlich irgendwo einen Zielkurs, wo wir dann aussteigen wollen, wo wir den Gewinn mitnehmen wollen. Das können jetzt zum Beispiel 12,50 Dollar sein, der letzte Hochkurs, den wir hier sehen, oder auch 13 Dollar. Nehmen wir mal 13 Dollar, da haben wir gute 10% Gewinn auf die Aktie gemacht und schauen mal, was kriege ich denn jetzt für 13 Dollar als Prämie, wenn ich jetzt mich schon dafür entscheide und sage, ich möchte Mattel auf jeden Fall für 13 Dollar verkaufen. Dann habe ich nämlich die Möglichkeit, einen Call drauf zu schreiben, sagt man in der Fachsprache. Und dazu bekommen Sie jetzt aktuell nochmal 60 Dollar Prämie, also 60 Cent pro Aktie. Wir haben 100 Stück gekauft, heißt 100 mal 60 sind 60 Dollar. Und das jetzt für die nächsten 2 Monate. Wenn man sich überlegt, dass die Aktie jetzt 11 Dollar 70 oder 80 gekostet hat, ist das natürlich nochmal on top wirklich ein sehr gutes Einkommen. Das können Sie dann immer wieder jeden Monat neu durchführen. Wir führen das jetzt mal hier aus. Das nennt man, wie gesagt, Covered Call. Man kann das dann auch direkt in dem Option Trader als Kombination machen. Wenn Sie hier über Option Strategy gehen, kann ich sagen, ich möchte die Call-Option hier kaufen und dann einfach die Aktie hinzufügen. Dann werden Sie sehen, dann zeigt er Ihnen in der Regel hier auf der rechten Seite auch gleich an, dass es ein Covered Call ist, also ein gedeckter Call. Da wir die Aktien besitzen und jetzt schon festlegen, dass wir sie zu 13 Dollar verkaufen wollen, haben wir hier im Prinzip die Strategie des Covered Calls, die einfachste Strategie für Beginner, dass sie einfach schauen, was haben sie für Aktien im Depot, wo können sie Zusatzeinnahmen generieren. Und ich glaube, ich habe es schon in einigen vorangegangenen Videos auch gesagt, man kann hier auf seine normale Performance, gerade wenn man Buy and Hold macht, mit Sicherheit 5-6% im Jahr mehr rausholen an Rendite. Muss natürlich schauen, wie aggressiv macht man das oder wie vorsichtig geht man hier vor. Vielleicht noch ein zweites Beispiel, wenn wir jetzt einfach mal auf den Januar 2021 schauen. Wenn ich dann sage, ich möchte sie auch hier zu 13 Dollar verkaufen, kriege ich im Prinzip hier schon eine ganz andere Prämie. Da sprechen wir jetzt schon von 80 Dollar. Also man hat dann auch prozentual von Laufzeit abhängig sehr hohe Prämien, die ausgeschüttet werden. Und das macht das Ganze, glaube ich, für alle diejenigen, die jetzt einfach Buy-and-Hold-Strategien durchführen, sehr interessant,
die Kombination Covered Call mit hinzuzunehmen. Dazu sind eigentlich nur zwei Sachen oder drei Sachen wichtig, die Sie beachten müssen. Ist die Aktie optionsfähig? Also hat sie Optionen? Kann man Optionen drauf handeln? Und als zweites muss man natürlich dann dementsprechend schauen, wie ist die Liquidität im Optionshandel? Kann ich in der Form das dann auch dementsprechend aufsetzen? Und das ganz Wichtige ist natürlich hier noch, haben Sie 100 Aktien? Also wenn Sie jetzt nur Bestände haben von zwei, drei Aktien, geht das natürlich nicht. Bei Optionen ist immer die Grundvoraussetzung, 100 Aktien im Depot zu haben. Und genau dann können Sie diese Strategie durchführen. Schauen wir mal kurz, ob uns das hier nochmal anzeigt. Ja, hier sehen Sie auch das Chance-Risikoprofil. Klar, wenn die Aktie fällt, bin ich trotzdem im ganz normalen Risiko. Aber nach oben ist es natürlich hier gedeckelt bei 13. Ich kann dann bis zu der Laufzeit nicht mehr verdienen, wenn es über 14 oder 15 geht. Da hat man aber auch hier schon eine gute Übersicht von der Gewinnwahrscheinlichkeit. Die liegt hier bei 60%. Also Sie sehen hier auch nochmal alle wichtigen Faktoren für diese Strategie Covered Call, was ich ja meines Erachtens als die Basisstrategie aller Optionstrades ansehe, weil eine Aktie hat, glaube ich, jeder von Ihnen schon einmal gehandelt und da geht es einfach darum, ein Target, ein Ziel festzulegen, zu dem Sie aussteigen und das ist im Prinzip der Strikepreis des Calls und das ist Ihre zusätzliche Einnahme und das kann man jeden Monat, alle 2 Monate, je nachdem, in welcher Frequenz Sie das machen möchten, durchführen und wir brauchen es ja nochmal hochzurechnen, wenn wir jetzt hier diese $60 für 2 Monate nehmen. Wenn ich das mal 6 nehme, bin ich bei $360 und das auf ein Investment, was ich jetzt getätigt habe von $1.200 bei Mattel, knapp $1.200. Da wissen Sie schon ungefähr, was da für Prämien aufs Jahr ausgeschüttet werden können. Und deswegen als Einstieg für jeden Aktienhändler zu empfehlen, schauen Sie sich die Covered Call Option an. Und für all diejenigen, die sich weiter mit dem Optionshandel beschäftigen wollen, bieten wir Ihnen jetzt bis zum Ende des Monats einen Rabatt in Höhe von 20% an. Sie müssten hierzu einfach nur auf unsere Webseite gehen und im Prinzip dann das Seminar zum Optionshandel auswählen, das Sie hier direkt finden. Nicht wundern, die Webseite wird gerade überarbeitet. Das heißt, Sie werden das wahrscheinlich dann in anderer Form sehen. Aber hier gibt es für Einsteiger und für Fortgeschrittene alle wissenswerten Faktoren zum Optionshandel. Und gerade für Covered Call ist es, glaube ich, auch ganz wichtig zu wissen, wann rolle ich eine Option, wie wähle ich solche Preise überhaupt aus. Und Sie werden schnell sehen, dass dieses Investment sich für Sie und Ihre Performance natürlich dann auch schnell rechnet. Sollten Sie weitere Videos sehen, würde ich mich freuen, wenn Sie zu unserem YouTube-Kanal subscriben. Und ansonsten finden Sie alle Informationen wie gewohnt in Form von Videos hier auf YouTube oder direkt auf unserer Webseite. Vielen Dank.